Hallo Papa. Hallo, wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie telefoniert nur. Ich bin gleich fertig. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Man hörte im Vornherein schon jede Menge Radau bezüglich Toni Erdmann. Ein deutscher Film, der in Cannes unglaublich gut ankam und mit dem Kritikerpreis ausgezeichnet wurde. Dazu hatte die Regisseurin Maren Ade mit ihren Filmen Alle anderen und Der Wald vor lauter Bäumen schon gezeigt, dass sie durchaus etwas auf dem Kasten hatte. Ich war sehr gespannt auf den Film, aber extrem skeptisch bezüglich des überschwänglichen Lobs, das der Film von manchen Kritikern erhielt. Deshalb ließ ich mich nicht zu sehr hypen und wartete den Deutschland-Release des Films geduldig ab. Als ich Toni Erdmann dann das erste Mal sah, wusste ich, dass Maren Ade hier etwas sehr Besonderes geschaffen hatte. Dieser Eindruck verstärkte sich nur, als ich den Film kurz darauf noch ein zweites Mal sah. Diesmal mit Anwesenheit der Regisseurin, mit der ich auch einige Worte wechseln konnte. An diesem Punkt war Toni Erdmann für mich schon der beste Film des Jahres, wenn nicht einer der besten Filme des Jahrzehnts. Und warum das so ist, möchte ich euch jetzt erklären. Das ist schon Wahnsinn, mit welchen Schwergewichten sie da im Ring steht. Sie sind zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich habe mir den Modus freigenommen. Das war jetzt aber echte Angst. Toni Erdmann öffnet mit einem Shot, der auf den ersten Blick banal scheint. Eine Haustür. Alles scheint normal zu sein. Dies ist eine großartige Einführung in den Film, denn sobald diese Haustür geöffnet wird und wir den Bewohner des Hauses kennenlernen, werden wir in seine ganz und gar nicht alltägliche Welt gezogen. Winfried Conradi, einer der beiden Hauptcharaktere, wird von Sekunde 1 an als Spaßvogel eingeführt. Diese Facette seines Charakters ist so tief in ihm verwurzelt, dass wir ihn einen Großteil des Films auch als diesen wahrnehmen. Seine Umgebung ist größtenteils von ihm verwirrt. Seine ehemalige Frau lebt mit einem neuen Partner zusammen, was darauf schließen lässt, dass sie mit Winfrieds Lebensweise einfach nicht mehr klarkam. Winfried ist gesundheitlich angeschlagen und lebt alleine mit seinem Hund zusammen. Als dieser stirbt, bricht für ihn natürlich eine Welt zusammen. Er ist hilflos und einsam. Dies bringt ihn dazu, Kontakt zu seiner entfremdeten Tochter zu suchen, Ines Conradi, welche im Ausland für eine namhafte Firma als Unternehmensberaterin arbeitet. Ines ist gestresst und ständig unter Druck, was sich in ihren zahlreichen Telefongesprächen ausdrückt. Aber sie will auch nichts mehr mit ihrer ehemaligen Heimat zu tun haben. Ihre Besuche sind selten und kurz. In einer sehr amüsanten Szene meidet sie das Gespräch, indem sie so tut, als ob sie telefonieren würde. Dies sind die Ausgangspositionen der beiden Charaktere. Und die Kontaktsuche seitens Winfried bringt den Film ins Rollen. Winfried, der eine eher altlinke Gesinnung hat, versucht seine neoliberale, entfremdete Tochter zurückzugewinnen, indem er sie mit einem Repertoire an Witzen in Bukarest, dort wo sie zurzeit arbeitet, überfällt. Ines reagiert genervt auf die Versuche ihres Vaters, sie zurückzugewinnen, und legt ihm nach einigen Komplikationen, die er verursacht, nahe, sie doch ein anderes Mal wieder zu besuchen. Auf den ersten Blick scheint das zu wirken, denn Winfried geht. Aber Winfried gibt natürlich nicht auf und macht in einer der komödiantisch am besten getimten Szenen des Films, als sein alter Ego Toni Erdmann, sein Comeback. Ines, die sichtlich geschockt ist, macht bei seinen Spielchen mit, um sich nicht vor ihren Freundinnen zu blamieren, nur um zu sehen, wie Toni mit einer gigantischen Stretch-Limousine von dannen fährt. In den darauf folgenden Tagen wird für Ines der Job immer schwieriger. Gleichzeitig tritt Toni überall in Erscheinung und mischt die Bukarester Businesswelt auf, was sie zunehmend in den Wahnsinn treibt. Irgendwann hört sie auf, Winfrieds Scherzen zu widerstehen und lässt sich auf ihn ein, nimmt ihn mit, um ihm zu zeigen, was ihr Job ist und wie schwer er ist. Sie folgt Winfried, der einen der Kontakte besucht, die er als Toni Erdmann gemacht hat, und bereut diese Entscheidung. In einer der besten Szenen des Films lässt sie sich dazu überreden, The Greatest Love of All von Whitney Houston zu singen und stürmt danach wieder genervt von dannen. Winfried ist verzweifelt, aber er hört nicht auf zu versuchen, seine Tochter durch Scherze zurückzugewinnen.
Derweil ist Ines kurz davor, ihren Verstand zu verlieren, als sie zu ihrem Geburtstag, der auch als Teambuilding-Event in ihren Job mit eingeworben ist, Probleme mit einem Kleid hat. Und dann macht es Knacks und auf einmal wird aus der Geburtstagsparty eine Nacktparty und ein riesiges, haariges Biest erscheint und Ines rennt, nur bekleidet in einem Bademantel, durch die Straßen von Bukarest, um ihren Vater zu armen, was zum besten Shot des Films führt. In einer Art Epilog kehren wir dann zurück nach Deutschland und Ines und Winfried betrauern beide ein bisschen den Tod der Oma, die Ines nicht mehr sehen konnte, weil sie so schnell wieder abreisen musste und der Winfried versprochen hat, dass Ines noch kommen würde. In einer der letzten Szenen des Films zieht Ines Winfrieds falsche Zähne an und setzt sich einen der altmodischen Hüte der Oma auf. Dies ist das erste Mal, dass wir Ines in einer lockeren und scherzhaften Laune erleben. Winfried geht weg, um einen Fotoapparat zu holen. Und in der letzten Einstellung des Films sehen wir Ines, die nun rollenlos dasteht, die Zähne und den Hut wieder abgezogen hat und nachdenklich auf ihren Vater wartet. Diese letzte Einstellung fragt den Zuschauer, an was wir glauben. Glauben wir wirklich, dass Winfried gesiegt hat? Wird Ines bei der neuen Firma, bei der sie arbeitet, einen anderen Lebensstil leben? Wird sie ihre Familie wieder öfter besuchen? Oder wird sie wieder in die Maschinerie der Moderne gezogen werden, ihren Humor verlieren und sich zu Tode arbeiten? Was passiert, wissen wir nicht. Denn an dieser Stelle blendet der Film aus und ist zu Ende. So viel zur Handlung. Der Film hat unglaublich viele Themen, über die ich jetzt nicht überschwänglich reden möchte. Beispiele sind Tradition gegen Moderne, die wirtschaftliche Hierarchie zwischen östlichen und westlichen Ländern, Sexismus am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Das Besondere an diesen ganzen Themen ist, dass sie unglaublich gut in Balance gehalten werden und niemals der Geschichte im Weg stehen, was nicht selbstverständlich ist und Maren Adehoch angerechnet werden muss. Die technische Seite des Films scheint erst unspektakulär. Der sogenannte Documentary-Style wird in der Kameraführung verwendet. Das heißt, die Kameraaufnahmen sind meistens mit der Hand gedreht, handheld. Dies könnte man kritisieren, da der Film dadurch ästhetisch nicht unglaublich spektakulär ist. Aber für die Erzählung des Films ist dieser Stil tatsächlich sehr wichtig, da durch ihn alles sehr geerdet erscheint, was besonders in den eher absurderen Szenen wichtig ist, da trotz eines gewissen Surrealismus alles trotzdem glaubwürdig und lebensnah erscheint. Alle! Eine überästhetisierte Kamera hätte da wahrscheinlich kontraproduktiv gewirkt. Das Editing ist einer der geheimen Stars des Films. Viele Szenen sind noch ein paar Sekunden länger, als sie es in anderen Filmen wären, in denen die Schauspieler wirklich glänzen können, indem sie weiterspielen, obwohl kein relevanter Dialog mehr vorhanden ist. Diese Technik macht einige Szenen unheimlich unangenehm zum Anschauen, ist aber für die Entwicklung der Charaktere und die Erzählung nur förderlich, da Maren Ade so die Spannung zwischen den Figuren weiter ausleuchtet. Die Charaktere von Toni Erdmann sind zum größten Teil alle dreidimensionale, reale Personen, die fassbar und menschlich sind. Und da liegt die Tragik des Films. Wir verstehen diese Charaktere und wie sie fühlen. Winfried will einfach die alten Zeiten zurück, als Ines noch jung war und er eine Verbindung zu ihr hatte. Ines hingegen schaut immer nach vorne. Sie versucht, in der harten Welt des Geschäfts voranzukommen. Der Film macht dabei etwas ganz Besonderes. Er zeigt uns die Charaktere und ihre Gefühle, aber manipuliert den Zuschauer niemals, weder durch Musik, die ja fast komplett fehlt, noch durch irgendwelche eindeutigen moralischen oder politischen Aussagen. Er zeigt uns nur diese Charaktere und ihre Beziehung und das System und die Welt, die sie umgibt. Wie wir zu dieser stehen und wie wir uns im Allgemeinen nach dem Film fühlen, bleibt völlig uns überlassen. Das ist auch der Grund, wieso jeder Mensch anders auf den Film reagiert. Während ein Großteil der Zuschauerschaft den Film hauptsächlich als Komödie sehen wird und viel lacht, gibt es auch einige Leute, die den Film lieben können, ohne dabei ein einziges Mal zu lachen. Das ist auch, was es so schwierig macht, den Film einem bestimmten Genre zuzuordnen.
denn er ist nicht wirklich eine Komödie, aber enthält für viele Leute zu viele Momente des Humors, um ein traditionelles Drama zu sein. Ich persönlich definiere den Film als ein Drama über Humor und dessen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Ich habe zugegeben, bei jedem der insgesamt 4 Kinobesuche, die ich bisher gemacht habe, gelacht, aber immer mit dem Hintergedanken, wie unangenehm und ernst die eigentliche Situation für die Charaktere im Moment ist. Die Dynamik der Hauptcharaktere im Film ist ein stetiges Kämpfen um Dominanz. In der einen Szene dominiert Winfried, indem er als Toni Erdmann Ines Umgebung durcheinander bringt, ohne dass sie etwas dagegen tun kann. In der nächsten zeigt Ines Winfried ihre Arbeit und deren Konsequenzen und drängt so Winfrieds Vorstellung über das Ausmaß und die Folgen ihres Berufs in eine Ecke ohne Entkommen und dominiert dadurch. Winfried, der danach zu dem in der Inhaltszusammenfassung erwähnten Kontakt geht, um ihn als deutscher Botschafter zu besuchen, kontert, indem er Ines in eine Falle tappen lässt, bei der sie zuerst Eier bemalen muss und dann von ihm schlussendlich genötigt wird, The Greatest Love of All zu singen. In diesem Moment erlangt Ines allerdings wieder Dominanz, indem sie sich voll auf das Singen einlässt. Ob gespielt oder nicht, ist dabei die Frage. Und dann, ohne ihre Würde zu verlieren, ihren Vater einfach dastehen lässt. So geht das den ganzen Film hinüber und macht ihn so unglaublich kurzweilig und unvorhersehbar, weil man sich in jeder Situation fragt, wer sie gewinnt. Winfried bzw. Toni mit seinem Humor oder Ines mit ihrer Nüchternheit. Natürlich kann und sollte man auch über den großen Klimax des Films reden, der Nacktparty, die in der Zukunft hoffentlich noch einen ikonischen Status erreichen wird, da sie ein Meisterwerk des Komödiantischen ist und jedem nach dem ersten Sehen noch lange im Gedächtnis bleibt, wie auch immer man den Film schlussendlich fand. Ines, die ihren Verstand, ihre Nüchternheit und Sicherheit durch das Kleid, das nicht so funktioniert, wie es sollte, verliert und es schließlich auszieht, um ihre Gäste nackt zu empfangen, ist hier nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes entkleidet, sondern zieht auch alle Hüllen aus, die sie metaphorisch trägt und die ihre Existenz vergiften. So ist sie das erste Mal nach einer langen Zeit wieder das, was sie in ihrer Umgebung verbergen musste. Sie selbst. In exakt diesem Moment gelingt es ihr schlussendlich, auch eine Verbindung zu ihrem Vater zu finden, der äußere Hüllen trägt, die sein wahres Ich nur kurzzeitig verbergen und auch nicht gut genug, dass Ines seine Handschrift, beispielsweise die Blumen, die er ihr schenkt, die er anscheinend aus dem nächstbeliebigen Blumentopf geklaut hat, nicht erkennt. In dem darauf folgenden Moment findet eine Umarmung zwischen der bloß in einem Bademantel gekleideten Ines und ihrem als haariges Pelzvieh verkleideten Vater statt, die keiner weitere Ausführung oder Worte benötigt. Eine wahrhaft perfekte Szene. Ines Charakterentwicklung über den gesamten Film ist konsequent. Die Witzattacken ihres Vaters bringen sie über den Laufe der Zeit so aus der Fassung, dass sie es nicht mehr schafft, ihre unsichtbaren Hüllen aufrechtzuerhalten, was dazu führt, dass sie zuletzt mit der Nacktparty-Szene fallen lässt. Die Reaktion der Leute auf sie ist dabei faszinierend. Ihr Boss lässt sich davon überzeugen, dass es eine Teambuilding-Exercise ist, während ihr Liebhaber und Kollege Tim, der schon in der Nicht-Sex-Szene zwischen den beiden früher im Film mit seiner Geduld am Ende war, einfach geht. Steph, etabliert als eine von Ines engeren Freundinnen, natürlich eigentlich nur sehr oberflächlich in dieser von Lügen durchzogenen Geschäftswelt, ist völlig abgestoßen und verwirrt von Ines Verhalten und geht auch recht schnell wieder. Das bringt mich zu einem der interessantesten Charaktere des Films, nämlich Ines Assistentin Anka, die auf Ines Nervenzusammenbruch mit Gehorsam reagiert und die gesamte Absurdität der Situation in ein Bild des Systems einzuordnen versucht und die Aktion schließlich als Challenge bezeichnet. Der Charakter verkörpert ein Stück weit das System und die Konzepte der Businesslandschaft. Anka fragt ständig nach Feedback zu ihrer Performance, arbeitet sehr hart und gehorcht ohne nachzufragen. Somit ist ihr Charakter fast schon weniger menschlich, als eher ein Konzept, das die optimierte Person im kapitalistischen System darstellt, das hier wieder ohne
eindeutige Meinung dargestellt wird und über das wir uns selbst Gedanken und Meinungen bilden können. Ein anderes Thema, das man ansprechen sollte, ist das Setting, das meiner Meinung nach ein unheimlich interessantes und reichhaltiges ist und das in einer sehr besonderen Art und Weise dargestellt wird. So sehen wir zu Beginn des Films nur Orte, die Rumänien eigentlich gar nicht repräsentieren, unter anderem Luxushotels, Büros von Großunternehmen, teure Restaurants, eine Mall, in der niemand Geld hat, etwas zu kaufen, und Nachtclubs. Erst als Toni in Erscheinung tritt, beginnt diese Fassade zu bröckeln. Der Shot eines Blicks in einen Hof, in dem visuell die Armut des Großteils der Bevölkerung dargestellt wird, ist der Anfang, gefolgt von Begegnungen mit Anwohnern in der Nähe eines Ölfelds, dessen Zuhause durch Modernisierung zerstört werden wird. So haben wir in der ersten Hälfte eine Darstellung Bukarests als ein Ort, der so überall auf der Welt existieren könnte, fast schon einem Nicht-Ort, während es in der zweiten Hälfte Charakter erhält. Bei der Szene auf dem Ölfeld gibt es einerseits eine Entblößung von Winfrieds Charakter, dessen Scherzerei eine Entlassung eines Arbeiters zufolge hat, gefolgt von einer knallharten Antwort seitens Ines, die zu verstehen gibt, dass der Arbeiter aufgrund des geplanten Outsourcings sowieso früher oder später entlassen werden würde. Sie suggeriert mehrmals, auch später im Auto, dass sie selbst sehr stark davon belastet ist, dass diese Leute einfach so ihre Arbeit verlieren und sie da am Ende einer der Mitschuldigen ist. Es ist ein subtiler, kaum zu erkennender Hilferuf. Winfried ist ein Charakter, der niemals die Hoffnung aufgibt. Vielleicht, weil er gar keine andere Wahl hat. Denn er hat niemanden sonst. Seine Frau bzw. Ex-Frau ist schließlich in einer neuen Beziehung und seine Mutter ist kurz vor dem Tod und hat auch sonst keine Nerven für ihn. Seine Tochter ist die einzige Person in seiner Nähe, die es ihm wert erscheint, sich ein wenig Mühe zu geben, um sie zurückzuerobern. Als Winfried auf ganzer Linie scheitert, wunderschön dargestellt mit einer langen Kameraeinstellung, in der unangenehme Stille herrscht, bevor Winfried scheinbar abreißt. Erfindet er Toni, um einen Neustart zu wagen. Und wie man zum Ende des Films gesehen hat, hat das auch funktioniert. Oder? Diese Ausbruchsfantasie, jemanden als eine komplett andere Person neu kennenzulernen, mag zwar nur in der spezifisch dargestellten Situation funktionieren, ist aber eine, die man als Mensch in der modernen Gesellschaft, in der sich das Individuum unter anderem durch Technologie isoliert, durchaus nachvollziehen kann und die so zutiefst typisch für einen modernen Menschen ist, dass sie auf ganzer Linie funktioniert und Toni Erdmann zu einem kontemporären Meisterwerk macht, das den Zeitgeist mit unglaublicher Präzision trifft und im Jahre 2016 sämtliche Konkurrenz thematisch und erzählerisch in den Schatten stellt. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I could fill your cup. You know my river won't evaporate. This world we still appreciate.